So, in diesem Video wollen wir weiter über Taylor-Reihen sprechen und erst werden wir ein bisschen Verbindung zwischen Taylor-Reihen und Potenzial-Reihen zeigen und dann werden wir uns mit ein paar Beispielen beschäftigen. So, diese Verbindung zwischen zwischen Potenzreihe und Taylor-Reihe werden wir als Satz 3 formulieren. Und die Idee ist folgendes: Wir haben bei A eine reelle Zahl, so einen Punkt auf reelle A-Achsis und f eine Funktion, die durch eine Potenzreihe definiert ist. So, das kennen wir schon, mit Konvergenzradius R, welche positiv ist, so das nehmen wir an. Und dann die Behauptung ist, die Taylor-Reihe von f konvergiert die Taylor-Reihe von f in a minus r, a plus r, also das ist das gleiche Intervall, wo diese Potenzreihe konvergiert, zwar gegen f und natürlich und ist gleich die Potenzreihe von f. So, das heißt, wenn wir eine Funktion haben, welche wir wissen, dass die Potenzreihe hat, dann ist das eigentlich das gleiche wie Taylor-Reihe. Und wie kann man das sehen? Das eigentlich haben wir schon gesehen. So, das folgt aus Korrelat zum Satz 6 in Kapitel 21. Wieso? Weil diese Korrelat, das war genau die Situation. Wir hatten solche Potenzreihe und dann die Behauptung war, dass diese Funktion f ist dann beliebig oft mal differenzierbar. Und nicht nur das, sondern wir hatten auch Formel. Wir hatten Formel, dass man, wenn man das formal differenziert, man sieht, dass cn ist nichts anderes als da wir haben gesehen, dass in diesem Fall cn ist gleich die nte Ableitung in a durch n Fakultät. Und wenn man anschaut, wie die Taylor-Reihen definiert sind, die Taylor-Reihen sind genau so definiert, dass fx ist nte der Ableitung von f durch n Fakultät mal x minus a hoch n. Das heißt genau diese gleiche Form, wenn wir statt cn das hier schreiben. Und natürlich, wenn diese Reihe konvergiert, das ist nichts anderes als zu sagen, dass die Taylor-Reihe konvergiert. So, das ist eigentlich eine triviale Aussage, aber was das insbesondere auch zeigt, ist, dass das ist auch eine gute Möglichkeit, wie kann man eine Funktion in Potenzreihe entwickeln, dass man einfach, wenn man eine Funktion hat, wo man relativ einfach, oder dass es möglich ist, die beliebig viele Ableitungen zu berechnen, dann sieht man, dass, okay, ich kann das so schön die Potenzreihe schreiben. Genau. So, ein Beispiel ist ein erstes Beispiel und das hat ein bisschen zu tun mit Folgendes. Natürlich, wir sind gewöhnt, viele Funktionen, zum Beispiel exponentielle Funktionen, in Null entwickeln. Das heißt, wir wissen, wir erinnern, und das war eigentlich nichts anderes als Definition, dass die exponentielle Funktion ist definiert durch folgende Reihe, x hoch n durch n Fakultät. Aber das natürlich bedeutet, dass wir entwickeln diese Funktion, wir schreiben, man kann das auch so schreiben, dass wir entwickeln diese Funktion in Punkt 0 und man kann sich fragen, okay, aber vielleicht möchte ich diese Funktion in anderen Punkt entwickeln oder was das bedeutet ist, dass ich möchte Werte dieser Funktion in anderen Punkt oder in der Nähe von anderen Punkt anschauen, weil warum machen wir eigentlich diese Taylor-Entwicklung?
die Idee ist, dass wenn x kleiner als 1 ist, dann als n größer ist, wird das kleiner und kleiner. Und das ist natürlich etwas, was wir gerne haben, dass wir sagen, naja, eigentlich, wir brauchen nur ein paar Terme und dann haben wir diesen Rest, welche wir gut abschätzen können. Aber zum Beispiel in diesem Fall kann man gut machen. Wieso? Weil wir können sagen, okay, ich sag mal, ich möchte diese exponentielle Funktion in anderen Punkt entwickeln, in Punkt A. Was in diesem Fall ich gut benutzen kann, ist, dass ich weiß, ich kann x schreiben als a plus x minus a. Und dann benutze ich einfach diese Funktionalgleichung für exponentielle Funktion, dass wir erinnern, dass x von Alpha plus Beta ist x von Alpha mal x von Beta. Und das ist nichts anderes als x von a mal x von x minus a. Und für das hier kann ich einfach das hier benutzen. So, was wir sehen ist, dass wir kriegen, und ich werde diese x reinbringen, so wir kriegen die Summe von 0 bis unendlich, x von a durch n Fakultät mal x minus a hoch n. So, wir sehen, dass in diesem Fall war das ganz einfach. Die einzige Unterschied zwischen das hier und das hier, das ist, hier kriegen wir einen Koeffizient x von a, welcher natürlich gleich für alle n ist. So, das war ein sehr einfaches Beispiel. Natürlich kann man sagen, wenn ich nicht mag, dass bis wirklich eine unendliche Reihe nehmen, ich möchte einfach endliche Summe, kann man das machen und dann kriegt man nicht die Gleichheit oder kriegt man Gleichheit, aber kriegt man ein Restglied. So, das wollen wir uns auf andere Beispiel zeigen, und zwar für Sinusfunktion. So, wir erinnern, die Sinusfunktion war, wir haben die mit Hilfe von komplexe Exponentiale definiert, aber man kann natürlich, wir haben damals auch gezeigt, dass die kann man auch als Potenzreihe entwickeln. Und zwar die Potenzreihe war folgendes: n von 0 bis unendlich. Wir haben immer minus 1 hoch n mal x hoch 2n plus 1 durch 2n plus 1 Fakultät. So, das sieht ein bisschen so aus, als alle ungerade Gliedern in exponentieller Funktion. Allerdings, es gibt einen Unterschied, und zwar diese minus 1 hoch n. Klar, ohne das wäre das genau die ungerade Gliedern von exponentieller Funktion. Und was wir jetzt machen wollen, ist Folgendes. Wir fragen uns, okay, kann man jetzt eigentlich nicht wirklich bis unendlich das nehmen, aber nur endliche viele und dann natürlich, okay, so, vielleicht was ich jetzt sagen kann, ist Folgendes. Sag mal, wir wollen nur die Taylor-Reihe-Entwicklung oder die Taylor-Entwicklung bis n-ter Grad machen. So, wir nehmen die Summe in k bis n von zum Beispiel das hier. Und dann hätten wir gerne noch ein Restglied. So, ich mache jetzt eine Pause und frage mich eigentlich, gilt das hier? Weil, wie haben wir das hier gekriegt? Das haben wir eigentlich so gekriegt, wir haben das so definiert. Was wir jetzt sehen, aus diesem Satz sagt, naja, wenn wir diese Entwicklung haben, dann müssen wir eigentlich nicht für die Taylor-Reihen, weil die Taylor-Reihe normalerweise soll so aussehen, dass wir haben hier immer die Sinus, ich werde das jetzt ein bisschen anders, ich sollte das ein bisschen anders schreiben, weil ich jetzt die k, sag mal, ich mache das richtig, so Sie das sehen. So, normalerweise soll das so laufen, dass ich nehme meine Funktion, ich berechne k-Ableitung in 0, multipliziere mit x hoch k und dann dividiere mit k Fakultät. So, das ist wirklich unsere Form und dann haben wir diese Rest rn plus 1. Allerdings, wir natürlich wissen, wie kann man die Ableitungen von Sinus berechnen. Sinus, dann Cosinus, Minus Sinus, Minus Cosinus und so weiter. Und natürlich, was wir hier benutzen, dass wenn k gerade ist, kriegen wir immer entweder Plus oder Minus Sinus, aber Sinus in 0 ist 0. Das heißt, diese
diese Terme verschwinden und das heißt deshalb bleiben wir genau wie wir hier sind, nur die ungeraden Terme. Aber wenn man diese Restglied abschätzen möchte, so ich komme jetzt zurück, so wenn man das zurückbringt, wird man minus 1 hoch k, x2 plus k Fakultät. Und dann wird man normalerweise hier die 2n plus 2 Gliederterm, was kommt aus Sinus, aber man kann sagen, ja, ich werde diese Entwicklung noch ein Stück weitermachen. So am Ende wird man die 2n plus 3 Restglied kriegen, und zwar in Punkt Xi, wo Xi irgendwo zwischen 0 und x liegt. Was ist das hier? Das ist diese Lagrange, oder das ist diese Restglied. Und dafür möchte ich diese Lagrange Form von Restglied benutzen. Und er sagt, das ist nichts anderes als die Ableitung von dieser Funktion in diesem Punkt Xi mal x hoch 2n plus 3 durch 2n plus 3 Fakultät. So, wenn man jetzt anguckt, zurück zum Kapitel über die trigonometrische Funktionen, sieht man, dass wir hatten eigentlich das gleiche Formel, auch mit da, ähnlich wie hier, allerdings ohne diese Sinus, und das war gültig nur für beschränkte, nur für Mache x, ich glaube, x sollten kleiner als 2n sein oder so. Weil was hier steht, ist allerdings für alle x, so das gilt für alle x in R. Und man kann noch ein bisschen mehr arbeiten, weil man sieht, dass man kann eigentlich diese Restglied gut abschätzen. Und der Grund, warum wir das gut machen können, ist, dass wir sehen, dass es ist egal, dass wir hier sehr hohe Ableitung haben, weil wir wissen, dass Sinus ist periodik. Und insbesondere periodisch und insbesondere der Betrag von Sinus ist immer kleiner als 1. Oder nicht nur von Sinus, aber von jeder Ableitung Sinus und Cosinus. Das heißt, das hier einfach verschwindet. Das heißt, am Ende haben wir, dass das hier ist kleiner als 2n plus 3 durch 2n plus 3 Fakultät. Was man natürlich gut ist, wenn x sehr groß wird, dann kann das relativ groß sein, so man soll ein bisschen vorsichtig sein. Am Ende kann man auch argumentieren, dass wir das nicht für, in diesem Fall von Sinus, es ist egal, ob wir das für alle nehmen oder für Mache, weil Sinus ist sowieso 2pi periodisch und deshalb brauchen wir, ist meistens nur für x in diesem, als eine periodische Zelle nimmt man das. Aber das ist nur so ein Beispiel zu zeigen, dass Warum ist hilfreich, solche Potenzreihenentwicklung schon kennen? Weil dann ist natürlich sehr einfach diese Taylor-Entwicklung machen und gleich kann man relativ einfach dann öfter diese Restglied abschätzen. Ein anderes Beispiel, was ich auch als Satz formuliere, ist von Logarithmus. Und das haben wir schon einmal gesehen. Ich habe das als ein Beispiel gezeigt. Ich werde mich ein bisschen wiederholen, aber nur ein bisschen. Wir werden sehen, warum. Und zwar die Formulation ist für x zwischen minus 1 und 1. Und jetzt super wichtig ist, dass wir erlauben auch x gleich 1. Wir werden gleich sehen, warum. Gilt Folgendes, das Logarithmus von 1 durch 1 plus x ist gleich die Reihe von 1 bis unendlich minus 1 hoch n minus 1 x hoch n durch n. So, bevor ich das beweise, kann man wieder fragen, ob wir die Entwicklung in andere Punkte als diese Punkte, eigentlich man kann das hier als anders schreiben. So, erste Möglichkeit wäre, wenn ich schreibe Logarithmus y, dann werde ich haben die Summe, ich werde das hier als y nennen, dann werde ich die Summe n von 1 bis unendlich haben, minus 1 hoch n minus 1,
Und statt x soll ich 1 plus y schreiben. Quatsch. X ist jetzt gleich, das hier ist y, das heißt x ist y minus 1. So, wir sehen, das ist nichts anderes hier als Entwicklung in Punkt a gleich 1. Ja, diese Formel. So, wir können, jetzt die Frage ist, wenn wir in andere Punkte das entwickeln können, das können wir auch machen. So, sag mal, ich interessiere mich, ich werde das als Korollar formulieren. So, für a positiv und x zwischen 0 und kleiner als 2a gilt, dass Logarithmus x ist nichts anderes als Logarithmus a plus wieder Reihe. Und hier haben wir so ein minus 1 hoch n minus 1 durch n mal a hoch n. So, das hier ist ein bisschen neu. Dann haben wir x minus a hoch n. Man kann das auch anders schreiben. Man kann diese a hier einfach reinbringen. Wir werden im Beweis sehen, dass es ist so. Okay, so ich werde erst diese Korollar beweisen. So, das ist eigentlich ganz einfach. Vielleicht kann ich das gleich hier unten machen. Aber was wir machen ist, ich schreibe log x als, wie vorher, Logarithmus von a plus x minus a. Und jetzt leider das Problem mit Logarithmus im Vergleich mit exponentieller Funktion ist, dass bei Logarithmus haben wir nicht das log a mal base etwas, aber log, nicht das log a plus base etwas, aber log a mal base etwas. So, wir hätten gerne hier ein Produkt haben. Und man kann das einfach machen, dass ich nehme diese a raus. Und was bleibt übrig, ist 1 plus x minus a durch a. Und jetzt kann ich diese Produktformel benutzen, das ist Logarithmus a plus Logarithmus 1 plus x minus a durch a. Und wenn man für diese Teil einfach diese Formel benutzt, kriegt man genau diese Entwicklung. So, wie vorher gesagt, der Vorteil ist, dass wenn ich, sag mal, möchte Logarithmus in der Nähe von einem Punkt analysieren, dann kann ich schreiben, mein Punkt wird a, dann habe ich diesen Wert fest und sehe ich, wie verhält dieser Logarithmus, wenn x nah von a ist. Das heißt, wie durch diese Formel. So, jetzt wollen wir das hier, diesen Satz 4, beweisen. Und wir werden erst so. Beweis von Satz 4. Ich habe das einmal schon gesehen, gezeigt. Wir werden das jetzt ein bisschen Stückchen anders beweisen. Und wir werden dann super viel fokussieren auf diesen Fall, wenn x gleich 1 ist. Ich werde gleich erklären, warum das ist. So, wir fangen erst x gleich 1 und der Grund, warum wir das machen, ist, dass in dem Fall ist eigentlich diese Reihe absolut konvergent und ist auch, das ist immer so, dass wenn x, wenn wir haben solche Potenzreihe und x ist gleicher als 1 und diesen sind zum Beispiel beschränkt, dann haben wir Konvergenz, weil wenn x kleiner als 1 ist. Weil wenn x gleich 1 ist, sehen wir zum Beispiel hier, wir haben wie eine harmonische Reihe minus 1 hoch n durch n, was natürlich gar nicht absolut konvergiert und man muss da ein bisschen vorsichtiger sein. So, wir fangen mit diesem Fall erst. Und wie wir das machen, ist folgendes, das ist so ein klassischer Trick, dass wir schreiben unsere Funktion als Integral von der Ableitung. So, wir schreiben, das ist nichts anderes als Unterschied zwischen Werte 0 und, oder ich schreibe das so, Logarithmus 1 plus t, wo t läuft zwischen 0 und x. Warum? Weil log von 1 plus 0 ist, log 1, das ist 0, das heißt, dieser Teil ist weg und das hier gibt das, genau das hier. Und aus Fundamentalsatz von Integralrechnungen wissen wir, das ist nichts anderes als Integral von
Ableitung von Logarithmus, aber wir wissen, was ist Ableitung von Logarithmus? Das ist nichts anderes als 1 durch 1 durch t. Und jetzt kann ich sagen, okay, das hier ist nichts anderes als diese Reihe. So was wir hier kriegen ist, ich schreibe da so, minus 1 hoch n, n von 0 bis unendlich. Oder ich kann das so schreiben als 1 minus minus t. Und 1 minus etwas ist genau diese Reihe. So wir kriegen minus t hoch n, was ich auch minus t hoch n. Ich schreibe das so. So, bis jetzt haben wir nicht viel benutzt. Aber was wir jetzt natürlich machen wollen, ist, wir wollen diese Summe und diese Integral zu tauschen. Aber natürlich dafür, das kann man nicht immer automatisch machen. Dafür braucht man etwas. Und was wir brauchen, das erinnern wir, das war Satz 3 in Kapitel 21, so im letzten Kapitel, welcher sagt, sobald dieser Teil gleichmäßig konvergiert, so wir brauchen gleichmäßige Konvergenz, können wir diese Reihe und Integral tauschen. So die Frage ist, warum soll das hier gleichmäßig konvergieren? Und was wir erinnern ist zum Beispiel, wir wissen, dass wir, sobald wir in einem Punkt Konvergenz haben, dann in kleiner Punkt haben wir gleichmäßige Konvergenz. So, das hier offensichtlich konvergiert in offene Intervall minus 1, 1 und deshalb konvergiert gleichmäßig in minus 1 plus Epsilon, 1 minus Epsilon für jede Epsilon. Und da wir hier eine feste x außer kleiner als minus 1 nehmen, dann natürlich können wir Epsilon klein genug wählen. So unser x ist innerhalb dieser Intervall nicht nur x, sondern auch 0, eigentlich, ich soll so schreiben, minus Beta von x, x ist Teil von minus 1 plus Epsilon 1 minus Epsilon 4. Epsilon klein genug. So, davon haben wir, dass diese Reihe konvergiert gleichmäßig in, Entschuldigung, hier ist natürlich einfach x, in zwischen 0 und x, natürlich x kann auch kleiner als 0 sein, und, aber wegen dieser gleichmäßigen Konvergenz dürfen wir diese Integral und diese Summe tauschen. Und warum wir das eigentlich machen, ist, dass es ist relativ einfach Integral von jeder von diesen berechnen. Ich werde diese minus 1 vorne nehmen. Ich habe Integral von 0 bis x, t hoch n dt. Und wir natürlich wissen, das ist ganz triviales Integral. Das hier ist nichts anderes als x hoch n plus 1 durch n plus 1. Und wir sehen, wenn wir jetzt diese Reihe anschauen, das sieht super ähnlich wie diese Reihe. Allerdings der Unterschied ist, wir haben hier diese n minus 1, warum und so. Aber das kommt natürlich aus das hier und dass wir diese Reihe einfach sagen, für uns werden wir nicht Index n nennen, sondern n plus 1. Das heißt, wenn das hier ist eine, weiß ich nicht, m, dann habe ich m von, vorher war das n ab 0, das heißt jetzt ist ab 1 bis unendlich. Wo n war, sollen wir n minus 1 schreiben. Und wo n plus 1 war, dann bleibt m. So, wir haben unsere Formel bewiesen, allerdings natürlich nur in dem Fall, wenn x wirklich kleiner als 1 ist. Und wir werden im nächsten Video einen allgemeinen Satz beweisen, welcher uns hilft, sogenannte Abelsche Grenzwertsatz. Aber ich möchte, bevor ich das mache, kurz erklären, warum den Fall so nicht, eigentlich nicht absolut Beta von x gleich 1 ist, sondern wirklich einfach nur das hier, warum das anders ist. So, wir sehen in dem Fall, diese Formel ist nichts anderes als, also diese Reihe ist minus 1 hoch n minus 1 durch n. Und wir sehen, das ist eine
eine harmonische Reihe, die natürlich ohne diese minus 1 hoch n minus 1 divergiert. Das heißt, wir dürfen nicht x gleich minus 1 nehmen, weil dann hätten wir 1 durch n. Und das ist eine divergente Folge. Aber in diesem Fall, wir wissen, dass diese Reihe konvergiert. Aber man kann nicht einfach das hier machen, weil wir natürlich nicht wirklich dürfen, diese Integral und diese Summe wechseln. Wie kann man das alternativ beweisen? Also ein anderer Beweis, als ich nächstes Mal zeige. Wie kann man das beweisen? Ist folgendes. Man kann sagen, okay, so wenn x gleich 1 ist, dann weiß ich, dass diese Reihe konvergiert. Und das hier konvergiert. Allerdings die Frage ist, ob das konvergiert zum Logarithmus von 2. Das ist etwas, was wir zeigen müssen. Minus 1 hoch n minus 1 durch n ist gleich Logarithmus von 1 plus 1 ist Log von 2. Das ist die Frage. Und wie kann man das zeigen? So was man benutzen kann, ist folgendes. Man kann benutzen, dass wir wissen, dass Logarithmus ist eine stetige Funktion. Das heißt, wir wissen, dass wenn ich x gegen 1 schicke, dann Log von 1 plus x konvergiert gegen Log von 2. Das heißt, sobald ich zeige, dass ich diese Reihe betrachte, und sobald ich zeige, dass wenn x klein genug ist, dann ist diese Reihe nah von Wert, wenn x gleich 1 ist. Das heißt, ich betrachte den Unterschied von diesen zwei Reihen. Und wenn diese klein ist, dann weiß ich, dass das hier konvergiert gegen auch diese Reihe, wenn statt x hoch n habe ich 1. Und das heißt, reicht zu zeigen, dass das hier konvergiert gegen die Summe, gegen diese Reihe. Und falls wir das schaffen, dann sind wir fertig, weil wir wissen, dass das hier ist Log von 1 plus x. Log ist stetig, das heißt, das hier gleichzeitig konvergiert gegen Log 2 und damit werden wir fertig. So, im nächsten Video werde ich so einen allgemeinen Satz beweisen, welcher eigentlich schon diese Idee in sich hat. Wie kann man das hier direkt zeigen? So, man nimmt den Unterschied von diesen zwei. Wenn man eine ähnliche Reihe nimmt, dann wissen wir, dass das hier konvergiert gegen das. Das heißt, um das hier zu zeigen, dass es klein ist, muss man nur zeigen, dass die Glieder für n groß genug bringen nicht so viel. Und wenn man das in diesen zwei Teile teilt, dann kann man relativ einfach mit Hilfe von der Grundgleichung zeigen, dass wirklich, wenn x gleich nah von 1 ist, dann ist dieser Unterschied beliebig klein.